Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Willkommen zu einem neuen Video. Willkommen zu Tag 2 meiner Take a Photo Everyday Challenge. Eigentlich war geplant, heute an der Waschstraße das Bild zu schießen, weil ich mein Auto waschen wollte. Jetzt hat es natürlich geregnet und ich habe meine Waschsachen nicht dabei fürs Auto, also so Lappen und so Zeugs. Dementsprechend dachte ich so, okay, mal gucken, was so passiert. Dann hat es geregnet, dachte ich so, geil, Regenbilder, auch cool. Jetzt war ich bei meinen Eltern, jetzt war ich zu lange dort. Jetzt ist der Regen natürlich weg. Jetzt sind zwar noch ein paar Regentropfen auf dem Auto. Wir versuchen das zu utilizen. Ich habe schon eine Location im Kopf, wo es cool sein könnte. Und da gehen wir jetzt hin. Und dann gibt es wieder Point of View Photography für Tag Nummer 2. Also let's go! Okay, hier ist, was man nicht machen sollte. Sieht man's? Ja, hier tropft Scheiße. Ja, es hat ja gerade geregnet. Ich hatte das Fenster offen, weil es immer noch stickig ist. Stickig war im Auto oder ist. Ja, kurz eine Mini-Kurve gefahren. Scheiße. Ganze Wasser reingetropft. Geil. So fängt es doch schon mal gut an. Also die Wolken sehen immer noch geil aus. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Kann man echt gut nutzen, weil auf der einen Seite hat man quasi so die Wolken, so diese dunkleren Regenwolken, auf der anderen Seite so dieser Mix davon. Mal gucken, wie ich das dann an der Location das Auto dann so hinstelle, dass man so Best of Both Worlds hat. Vielleicht drehe ich das Auto mehrmals um, dass man einmal mit den dunklen Wolken hat und einmal mit den blauen Himmel. Ich bin mal gespannt. So, und da sind wir auch schon bei einer Location. Also was ich geplant habe, hier sieht man es ganz gut. Ich wollte den Strich hier benutzen. Jetzt sehe ich aber gerade, das Auto ist erstens nicht richtig drauf. Plus, da wo ich gerade drauf stehe, ist der Strich weg. Ich fahre das Auto gleich nochmal ein Stück zurück, dass ich hier drauf bin, obwohl ich eigentlich das da besser finde, weil hier ist halt dann der Bordstein quasi weg und hier hat man noch links und rechts etwas. Fand ich eigentlich ganz cool. Wir versuchen es mal zu gucken. Die Cam ist drauf. Ups, da ist er drauf. Und dann sage ich mal, jetzt habe ich ein bisschen oft geschwenkt. Wir schießen einfach mal drauf los. Ihr könnt es ja später drehen, dann sieht es auch mal ein bisschen anders aus. Weil hier haben wir jetzt gerade diesen Blick. Und vielleicht von der anderen Seite dann den hier. Ich stelle das Auto vielleicht auch einmal hier hin. Ups, war ich zu nah dran. Ups. Stelle das Auto hier hin, weil hier die dunklen Wolken nochmal sind. So haben wir dann alles an Wolken mitgenommen. Also, let's go. So, ich hoffe, ich bin auch laut genug. Wir stellen wieder unser Kamera auf Fotomodus rum. Wir schießen mal wieder natürlich hochkant. Ich weiß nicht, ob 35 mm hier viel Sinn macht, einfach aus dem Grund, es sieht ein bisschen weird aus. Wir gehen auf 70 mm. Hier sieht man es. Da seht einfach mal, was das für einen Unterschied macht. Ich mache einfach mal bei beiden ein Bildchen. So, wir bleiben gerade. Das Coole ist, den Strich sieht man hier so noch drauf. Und wir machen einmal auf 35 mm. Das sieht, also wenn man wirklich einfach nur straight hier drauf bleibt, sieht es ein bisschen Lash aus. Und wenn man so Rule of Thirds nimmt, ja, für den Backshot sollte man schön den Ass fett machen, auf 70 mm gehen und einfach drauf schießen. So, CPL drehen, dass wir hier ein bisschen die Reflexion wegbekommen auf der Heckscheibe. So, jetzt natürlich kommt jemand, wir sind am Arsch der Welt, an irgendeinem random Parkplatz. Ja, egal. So, wenn wir aber jetzt mal hier von dem Winkel hier schießen. Das sieht eigentlich auch recht geil aus. Also 70 mm ist echt immer ein geiler Winkel zum Schießen. Zack. Und hier könnte man, wenn man möchte, 35 mm nehmen. Einfach das Auto dann so platzieren, dass man so ein bisschen, also ich bin der Meinung, so, das ist eigentlich nur für Umgebung ganz cool, wenn man ein schönes Gebäude hat oder sonstiges. Das ist echt ein bisschen weird, wenn Leute irgendwie drumherum sind, aber hey, vielleicht ist das so mein Kampf sage ich, ups, I'm sorry, damit ich lerne. So, das Coole ist an 35 mm, das macht so eine schöne Linie fürs Auto. Wir exposen mal ein bisschen höher, das hier mal richtig exposen. So, ein bisschen überhell, so jetzt sind wir jetzt plus 1, dass wir noch genug Highlights im Himmel haben und auch nicht zu dunkel sind mit dem Auto selbst, dann machen wir es uns mit der Bearbeitung einfach ein bisschen besser. Jetzt will ich noch einmal kurz hier. Einfach gucken, ein paar
Bilderchen schießen. So. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das Auto da noch hinfahre, aber das sieht eigentlich ganz geil aus mit der Allee. Trash, trash. Ich hasse das, wenn irgendwie Leute da sind. Jetzt drehen wir uns mal um. Gucken. Ah, das sieht eigentlich komplett beschissen aus, weil hier sieht man es erst recht, dass das Auto nicht richtig steht. Also wenn, dann müsste ich das Auto gleich gerade richtig fahren. Ich würde sagen, das machen wir auch. Jetzt habe ich aber niemanden, der mich einweist. Aber ich glaube, wenn ich... Ja, mal gucken. Wir fahren das Auto mal kurz um. Ich nehme euch einfach wieder mit. Mal gucken, wie viel ich da rausschneide. Jetzt geben wir das Auto kurz 2 Sekunden, dass alle Systeme hochfahren. Wir fahren zuerst rückwärts. So und so. Ich muss echt mal die Handbremse richtig anziehen. Das ist nicht cool. Ja, so ist ein Ticken besser. Zwar nicht ganz geil, aber ein Ticken besser. Wenn wir jetzt hier so runtergehen. Ja. So. Mal noch einen Shot hier mit dem Baum. Sieht eigentlich ganz cute aus. Wenn wir jetzt mal hier auf 35 mm gehen, dann können wir das Auto Rule of Thirds, ja, ich weiß, benutze es oft, aber das Auto hier unten und dann den Baum rechts davon. Sieht eigentlich ganz cool aus. Und dann ist der Baum unser Co-Autor. Ja, die Bäume sind doch geil. So, wir gehen noch einmal kurz in die Allee. Und dann war es das auch schon für den heutigen Shoot. So. Müssen wir gucken, dass wir schön mittig stehen. Jetzt sind wir auch zwischen den beiden. Und wir machen kurz einen Shot. Gucken wir mal, wie das aussieht. Ja, Auto, ich weiß, ich habe den Schlüssel dabei. Muss nicht piepsen. Ja, das sieht doch eigentlich ganz geil aus. So, und hier hilft es auch wieder, den CPL zu drehen. Zack, und schon ist die Reflexion an der Scheibe weg. Links und rechts genug freilassen. So, und so haben wir dann die Wolken mitgenommen, die so im Hintergrund sind, die so ein bisschen dunkler sind. Noch einmal von der Seite hier. Das sieht doch ganz schick aus. Bringt es hier was wieder? Das bringt jetzt relativ wenig, aber 50 mm kann man hier machen. So haben wir Best of Both Worlds von 70 mm und 35, da ist 50. Ist immer so eine ganz coole Sache. Dann hat man das Auto, dass es so ein bisschen länger gezogen ist und dieses Compressed in einem. Und hier sieht der Himmel auch ganz geil aus. Deswegen machen wir es auch nochmal von der Richtung. So, dieses CPL drin habe ich mir echt angewöhnen müssen. Das habe ich anfangs gar nicht gemacht. Muss ich zugeben. So, ist echt eine Gewöhnungssache gewesen. Ja. So, ich mache jetzt noch kurz ein, zwei. Halt, bevor ich das mache, will ich noch kurz seitlich. So, mit dem Bäumchen hier hinten dran. Dass man die Silhouette vom Auto hat. So, und das war's. Ich mache jetzt noch ein, zwei Videos wieder mit dem Handy und dann sprechen wir uns auch gleich wieder. So, und wieder geht ein Cringe-Video für mich zu Ende. Ich dachte echt nicht, dass jetzt hier jemand
herkommen, die haben sich quasi eine Reihe weitergestellt. Ja, für mich immer noch cringe, so zu filmen und zu reden. Boah, Junge, diese Handbremse. Ja, wie fandet ihr die Bilder? Habt ihr irgendwelche Wünsche, vielleicht was ihr lernen wollt? Oder was ihr sehen wollt in, ja, jetzt Bezug auf Fotografie oder mit dem Set selbst? Irgendwelche Vorschläge? Weil, ja, wenn ihr irgendwas habt, was man machen könnte, cool, was euch gefallen würde, könnt ihr gerne Bescheid sagen, einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten, für mich geht's jetzt zum Bearbeiten. Ihr habt die Bilder gesehen. Gerne auch reinschreiben, wie ihr die Bilder fandet. Und dementsprechend würde ich sagen, bis morgen. Macht's gut, schönen Tag und ciao.